Cheerio, meine Lieben, Chemnitzer Ultras, willkommen zurück zu FIFA 20. Warum muss ich immer so abdrehen, wenn ich gegessen habe? Das ist immer, ihr müsst euch das vorstellen, ich stehe morgens auf, wenn ich dann Zeit habe, Zähne putzen, setze mich dann hin, nehme auf, hab nichts gegessen, trink zwischendurch was, ja, aber ich hab nichts gegessen, dann sage ich zu mir, ja, gut. Währenddessen können wir mal ein Training reinschmeißen, während ich hier quatsche. Wollen wir mal kurz gucken, wer denn überhaupt dran ist. Okay. Dann habe ich jetzt. Habe ich jetzt zwei Folgen aufgenommen oder drei? Ich glaube zwei. Ihr war gerade dran, ne? Aber hier ist kein Bandit oder sonst was dran. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ich nehme jetzt einfach das hier. Ich sitze dann hier auf und merke dann so langsam, wie mein Bauch so sagt, Hunger, Hunger. Dann mache ich da kurz einen Break. Nimm was auf. Also nimm nicht auf, sondern mach einen Break. Ess dann erstmal gemütlich zu frühstücken. Also richtig was Schönes. Manchmal einfach geil, dann auch so einfach Knack- und Backbrötchen sind da immer lecker und obergeil. Und dann sage ich mir zu mir so, jo. Gut. Dann weiter auf und dann zack geht's los. So, Mai hat eine gelb-rote bekommen, das ist ja toll. Aber wir haben 3:1 gewonnen. Wo sind wir denn jetzt in der Tabelle? Platz 4, wir sind 3 Punkte hinter Braunschweig. Das ist ein bisschen schlecht. So. Unbehauen, noch einen Punkt hoch, sehr schön. Da. So, lass uns mal ganz kurz gucken. Gegen wen spielen wir? Also gut wäre, also jetzt das selbstgezockte Game. Regensburg ist sogar Erster, die wir besiegt haben. Und wo ich das jetzt gerade sehe, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, gucke ich mir jetzt erstmal Regensburg und Fenerbahce an. So, da. Nein, dritte Bundesliga. So. Regensburg. So, wo bist du? Da. Ich wollte mir Dings angucken. Hier ist ein Sui. Ne, ist fest im Dortmund Kader. Okay. Sebastian Stolze. Oh, okay. Sind die tatsächlich fest gewechselt? Ich wollte mir Gottwald angucken. Das müsste aber ein anderer Gottwald dann sein, oder? Hä? Bin ich jetzt blind? Oder verwechsel ich da gerade die Mannschaft? Mit Goldwald. Ich glaube, ich verwechsel die Mannschaft. Alexander Meyer, Weidinger und Weiß ist ja derzeit Stamm bei dem. Verwechsel ich die Mannschaft gerade. So, jetzt müssen wir die türkische Liga finden. Süper League. So, jetzt gibt es mal Fenerbahce. Da. Nein, das ist Galatasaray. Mich würden Fenerbahce-Fans jetzt schlagen. Fenerbahce, so. Er ist noch dabei. Dein falsches Grinsen, Alter. Ja, es ist einfach so gewesen. Vertrag in Bremen ist ausgelaufen. Er hat ihn nicht verlängert. Hat sich unglaublich verzockt. Mit anderen Mannschaften und so, wo er hingehen könnte. Tja. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich das letzte Budget nochmal nutzen und ein paar Verträge weiter für. Wir haben fast 1 Million, ehrlich. Wir gucken noch mal zum Ende der Saison hin. Also gut wäre, wenn wir jetzt ein selbstgespieltes Spiel. Ach du, wir sind so auf 6 wieder abgerutscht, ey. Gegen Braunschweig, Jahn Regensburg oder Karlsruhe spielen. Ich bin in letzter Zeit so gut drauf. Für uns nicht wichtige Spiele. So viele Nationalmannschaft, Leute. So, wir gucken mal kurz. Tatsächlich, wir spielen noch gegen Braunschweig. Und nicht sogar KSC. Okay. Dann würde ich sagen, dass wir heute gegen Braunschweig spielen und morgen können wir gegen KSC spielen, bis wir dann die Saison beenden. Und dann gucken wir mal, ob wir es diesmal geschafft haben, aufzusteigen. So. Automatisch, bitte. Stiel in den Abwehr, alles klar. 2:1 gewonnen. Gut.
Was denn? Ich hätte schon befürchtet, das ausgebucht zu werden. Die Leute sind gegangen und die Schlagzeilen der Medien hatten mich wirklich beunruhigt. Wir haben überhaupt niemanden für den Sturm geholt. Das ist total bescheuert. Ich meine, wir haben überhaupt keinen Stürmer geholt, deswegen, hä? So. Dann Training wieder reinhauen. Bennett wieder einen Punkt, sehr schön. Hat er denn eigentlich hingefeuert gehabt? Ja. Ja, es bringt alles nichts. Also das hier wäre vielleicht nur in Ordnung, aber... Nee. Also wenn, dann können wir uns jetzt auch mal richtig ordentlich holen für 1 Million. So, Kaiserslautern. Wen setzen wir denn die ganze Zeit da? Jetzt ist es Kjartason, der fehlt, oder was? Fehlen einige. Wahrscheinlich ist das wieder hier Dingsbums, ne? Nationalmannschaft. Aber 3:0 gewonnen. Schön. Natürlich gleich direkt hinter. Ich muss öfters spielen. Ich hoffe, mich zu nerven. Du bist. Punk. Fertig. So. Wer fehlt denn hier die ganze Zeit? Ach ja, Richard ist ja verletzt. Richtig. Da werde ich dann Bennett nochmal reinschmeißen. Noch ein paar Punkte dazu schustern. So, dann wollen wir mal gegen Braunschweig spielen. Gegen den Zweitplatzierten. Hallo. Danke, dass Sie alle gekommen sind. Wenn es Fragen gibt, dürfen Sie die jetzt stellen. Nicer Pokal, dritte Liga. Das ist doch bescheuert. So, das schon mal zuletzt. Wird er heute nicht spielen. Rotation ist wichtig. Ich brauche einen Startplatz und der Moment muss er seine Chance nutzen. Besonders kann sie niemanden besiegen. Hoffen Sie, dass diese sicher sagen. Na. Zahlspielchen interessiert mich nicht wirklich, muss ich sagen. Können Sie Ihre Mannschaft das Spiel in den Tabellenzweiten motivieren? Wir sind immer motiviert. So. So, ich. Das noch spielen lassen. Hm. War zuletzt gut drauf, sagen sie. Ich bin sowieso halb K.O., also. Das Schnoss nicht viel besser. Weißt du, du hast dich doch gerade beschwert. Guck mal, zack. Und dafür holen wir Burokov rein. Ui, Jeboa hier auch 70 erreicht, da siehst du mal. So. Burg hat es auch so ein bisschen erledigt. Ach komm, lass mal Taka doch heute gleich mal spielen. Das ist doch wunderbar. Sonst geht's so weit, ne? Ja. Okay. Dann lassen wir die heute mal so spielen. Taka darf heute neben Bonga spielen. Bonga hat ja auch mittlerweile 70 erreicht, was Schönes. Müssen wir mal gucken, ne? Irgendwann wird er halt nicht mehr besser. Ich glaube, der war sowieso nicht darauf ausgelegt, dann jetzt sich noch so weiter zu verbessern, aber er ist nun mal ein super Spieler. So. Heute spielen wir den Tabellenzweiten. Ich glaube, wir sind Vierter jetzt eben gerade gewesen. Durch unsere Siege. Heißt, mit einem Sieg können wir wieder richtig rankommen. Denn unser Ziel ist im Grunde eigentlich immer noch, dass der direkt aufstieg, ne? Dim, dim. Auswärts wieder. So. Eintracht Braunschweig gegen den Chemnitzer FC. Ja, richtig schön. Braunschweig. Stellen alle. Oh, das ist aber ein schönes Bild. So, das musste ich jetzt mal kurz aufnehmen. Das ist aber ein. Ich werde nach dieser Folge die Spieler bearbeiten, so dass wir. Ne, im Dritten sind wir sogar. Wenn wir Braunschweig besiegen, können wir noch näher an Regensburg ranrücken. Was ich sagen wollte, ich werde nach dieser Folge auf jeden Fall erstmal die Spieler bearbeiten und denen die Trikots aus der Hose holen. Warum hat das EA immer noch drin gelassen? So. Mann, ich wollte gerade ein Foto machen, ein Bild machen, ein Foto, genau. Ein Screenshot machen. So, ja, yeah, yeah, danke. Yep, 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 danke. Jo. Gutes Spiel.
Schwenk, Kobylanski, Proschwitz. So, Dankeschön. Ja, ja, ja. War nett. Super, ja. Geil. So. Können wir uns die Aufstellung angucken. Braunschweig erst einmal natürlich. Die halbe Mannschaft zuerst. Mhm. Tor Felschnitz, Siegele, Anno, Becker, Schlüter, Erich, Fürstner, Schwenk, Bär, Kobylanski und Proschütz vorne. 4-4. 1-1. Und dann wir. Bei uns gab es ganz klar Änderungen. Sixi im Mittelfeld, ein Tacker im Sturm. Einfach weil es so viel Erschöpfung war, weil wir ja so viele Spiele hintereinander jetzt spielen müssen. So, und los geht's. Wie gesagt, ein Sieg ist Pflicht, damit wir Braunschweig überholen und uns dann wieder Richtung Regensburg begeben können. Will schön hier auf Su. Su zwischen den Beinen von Nerich durch. Ah, Bonga kommt da nicht ganz weit. Ah, Fürstner. Aber andersrum natürlich, wenn wir verlieren, dann rutschen wir wieder aus den Aufstiegsrängen runter. Gut, Will jetzt hier mit dem Lauf. Bonga. Ah, Ziegel ist dazwischen. Also gerade ist es noch das erste Abtasten so, aber es gibt schon die ersten Offensivansprüche. Kobylanski hier jetzt. Bär und abseits. So. Oh, ob das was wird? Ah. Ich wollte da so ein bisschen. Oh, oh, oh. Tödlicher Pass hier. Schwenk. Oh, Mai hat da noch den Ball. Das Bein zwischen Schulz jetzt. Schulz hat halt die Chance genutzt jetzt durch. Ja. Die Chance genutzt durch die Verletzung von Richards, dass er jetzt regelmäßig auf der rechten Verteidigungsseite spielt. Fällt natürlich auch Doyle und so, aber die beiden sind fast gleich stark. Und Schulz ist ein Talent. Das war knapp. Erste schöne Großchance für. Ah! Da war Fejcic schneller als Tacker. Schön, Fehlpass von Erich. Jetzt haben wir Bonga. Der hier wieder Tacker schickt. Aber. Schade. Aber Tucker gibt sich Mühe. Man kann sagen, was man will. Dafür, dass er wirklich nur Reserve ist. Ich meine, mit diesen Ansprüchen ist er hergekommen. Also mit unseren diesen Vorgaben. Legt er sich richtig immer schön ins Zeug, wenn er mal spielen darf. Gut. Und Bauen hat den Ball. Jetzt mal raus zu Brand. Schön Su jetzt hier. Der richtig schön Gas gibt. Su. Ach, zu nah ans Tor. Festes. Sehr gut. Brand wieder schön raus auf Su. Die beiden sind echt super auf der linken Seite. Ah, Ziegele wieder. Von Siegfried kommt aber auch herrlich wenig, ne? Ah, schade. Schuster dazwischen. Kobylanski, also es ist wirklich ein reines Hin- und Her-Spiel hier. Oh, Kjartason verliert den Ball. Proschwitz. Schwenk verliert den Ball gegen Dajaku. Der extra mit dahin gekommen ist. Super. Jetzt geht ja aber das
Schön. Da Jaco. Alter. Das ist nicht mal gelb? Sixi! Ah. Ist der Ball hängen geblieben. Und unfaires Spiel hier. Tor! Ein Tor. So. 0-0. Das ist ein Hin und Her. Noch ein bisschen härter. So, der Jaco geht mal raus. Ich werde mal Karsanidis reinbringen. Ein paar frische Beine. Nein! Oh Mann, das ist immer dieser Reflex, wieder zurückzugeben, wenn man denkt, so der Gegner hat den Ball jetzt. Ah. Zack! Und. Ach, Bonga kann nicht mehr. Vom, ich muss ehrlich sagen, vom Bonga sieht man auch recht wenig, ne? Du musst echt aufpassen, Bonga, nicht, dass Sixi dir noch den Rang abläuft. Also Brandt ist auch eine Arbeitermaschine, bis zum geht nicht mehr, ey. Da müssen wir auch so ein bisschen auf die Fitness achten. So. Erstmal Fahrt rausgenommen. Fürstner hier mit Ballverlust. Sehr schön, Bonga. Schütz hier, schön. Schickt da Karsanidis. Schlitter mit den Beinen dazwischen. Wieder Kaiserslautern und Schulz. Der Karsanidis, der hier seine Probleme gegen Schlitter hat. Ziegele. Fürstner. Anano hier mit dem Pass zu Nerich. Und Nerich mit dem unglaublichen Pass auf Schwenk. Stehen die beiden da vorne so frei. Kobylanz geht das wohl mal. Verdient, wo gesagt. So, Zirkzi, du bist auch eine Flasche da vorne, sorry, wenn ich mal das erste sage. Ich hatte echt gehofft, dass Zirkzi eigentlich ein richtiges Talent ist, was uns irgendwann mal richtig bei weiterbringt oder so. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, da siehst du nichts. Sehr schön. So, jetzt. Zu nah. Ach, Mann. Sehr schön von Kjartason. Och, leck mich doch. Ey, wo war... So, Sixte geht runter, wie gesagt, Burukov kommt rein. Der uns im Sommer erstmal verlässt für 2 Jahre. Och komm, Alter. Auf Braunschweig jetzt. Adam Batz kommt von Proschwitz. So, wir haben jetzt volle Offensive hier reingedonnert.
Volle Offensive rein hier. Wechseln wir auch erstmal aus. Bonga raus, Burkhardt kommt rein. Das war zwar eigentlich abseits, aber ich will ja nicht sagen. Ah, Braunschweig auch nochmal mit Wechsel. Ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen, wa? Wiebe kam für Fürstner. Alter, ist geil. Da kommt Burkhardt. Burkhardt! Ah, schade. Netter Versuch, Tacker. So, letzte Chance, allerletzte Chance. So unbehauen ist mit vorne drin. Ja, schade. 1:0 verloren. Mal sehen, ob wir runtergerutscht sind vom Platz 3. Was sollen wir machen? Es war einfach so, wie es. Magdeburg hat aber auch verloren. Gegen Groß Asbach. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel. Alter, nervt mich doch nicht mit Daschner. Letztlich bestimme ich, mit welcher Taktik wir werden. Ich muss die schwere Entscheidung treffen. Ich bin daher von heute eine wichtige Kenntnis geworden. Ich muss stärker darauf achten, wer spielen sollte. Wer nicht. Verloren, die Serie um Niederlage ist also vorbei. Wie haben Sie es gesehen? Oh, ey. Mich interessiert das so unglaublich gar nicht mit dieser beknackten Serie. Gegen Braunschweig ein. Der Gegner war besser, wir hatten Fehler gemacht, die Jungs haben alles. Der Gegner war einfach besser. Besser. Wir müssen uns einfach noch besser aufs nächste Spiel vorbereiten. Vielen Dank. Braunschweig war einfach auch besser, also kann man sagen, was man möchte. Jetzt nervt mich. Der Kopf nervt schon wieder. So, ja, nächstes Mal schon wieder gegen Karlsruhe. Ich werde jetzt nochmal bis Mannheim simulieren und dann können wir mal gucken. So. Muss öfter nicht für meine Karriere. Du gehörst zum Team. Danke, dass sie mich wieder in die Mannschaft aufgenommen haben. Ich muss. Ich erwarte mehr von dir. Üblichen Phrasen. So. Ja, wie entwickelt ihr euch beide denn? Garcia 81, 91. Bei ihm muss man noch sehen. Okay. Ja. Mal gucken, wenn wir die Beschwerden von denen kriegen, dass die jetzt die Jugendmannschaft verlassen wollen. So, dann gucken wir, wie es denn gegen Mannheim läuft. Wenn ich nicht spiele. 0:1 verloren. Na, wunderbar. Ja, wir sind Platz 5. Sieht schlecht aus mit dem Direktaufstieg. Definitiv, wir sind 7 Punkte jetzt hinter Braunschweig. Selbst wenn wir auf Platz 3 schießen würden, müssten wir noch in die Relegation. Ja, Leute, ich würde sagen, ich bin die Folge für heute. Beim nächsten Mal werden wir uns dann dem Saisonabschluss widmen und schauen, dass wir vielleicht mit unserer Mannschaft doch noch auf Platz 3 kommen, damit wir die Relegation mitspielen können. Wäre super, wenn ihr ein paar bewerten könntet. Denkt an den roten Knopf der Gellertstraße und dann bis zum nächsten Mal.